Habe ich noch nie gesehen. Sieht echt aus wie ein Kronkorken. Ja, für den Felgenfahrer, da haben wir jetzt was. Zunächst aber ist Fantasie gefragt. Also, vorstellen. Sie fahren bei Rot über die Ampel oder wurden mit reichlich Promille am Steuer erwischt. Der Lappen ist weg, macht nichts. Dann fahren Sie halt mit Ihrem tschechischen Führerschein weiter. Was erzählt uns da der Mann im Fernsehen? Für wirre Geschichten werden Sie möglicherweise denken. Aber es ist so, es gibt einen sogenannten Führerscheintourismus nach Tschechien. Ja, aber heute hat das Bundesverwaltungsgericht die Führerscheintouristen erstmal ausgebremst. Die Fahrerlaubnis gilt nicht. Bei einem Wohnsitz in Deutschland wurde entschieden. Ein Mann aus Horn, Bad Meinberg im Lippischen, den juckt das vermutlich wenig. Er und seine Kunden haben etliche Tricks auf Lager. Was heißt schon? Legal, illegal, egal. Umut Ünal fühlt sich sicher mit seinem Führerschein. Er lebt zwar in der Nähe von Detmold, fährt aber mit einer tschechischen EU-Fahrerlaubnis, die er gekauft hat. In Deutschland hatte er die Fahrprüfung nie bestanden. Ich hatte damals Prüfungsangst gehabt. Und damals bin ich dreimal durch die Prüfung durchgefallen. Und durch einen Zufall, durch Internet, Google, habe ich erfahren, dass EU-Führerschein hier gültig ist. Dafür hat er 2.500 Euro bezahlt und musste nur einmal nach Tschechien zur Prüfung, die er mit Dolmetscher leicht bestand. Rolf Herbrechtsmeier vermittelt diese EU-Führerscheine samt tschechischer Wohnadresse. Damit sind seine Kunden auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf der sicheren Seite. Sie müssen einen Zweitwohnsitz haben. Ob sich dann tatsächlich dort aufhalten oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass Sie die sogenannte Bürgerkarte haben. Die Bürgerkarte sagt, dass Sie einen legalen Zweitwohnsitz haben. Und mit dem Zweitwohnsitz sind Sie berechtigt, den EU-Führerschein zu nutzen. Der EU-Führerschein ist dann das Dokument, was Sie auch in Deutschland ausgestellt bekommen. Nur einfacher. Herbrechtsmeier hatte mit 18 wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein verloren und die in Deutschland vorgeschriebene medizinisch-psychologische Untersuchung nie bestanden. Damit ist er nicht allein. Tausende fahren inzwischen mit solchen EU-Führerscheinen. Noch können die Behörden dagegen nichts unternehmen. Ein unhaltbares Sicherheitsrisiko, sagt der ADAC. Das Bundesverwaltungsgerichtsurteil war nur ein erster kleiner Schritt. Es gibt immer noch die Lücke, dass die Fahrerlaubnisse im Rahmen des Führerscheintourismus in Deutschland anerkannt werden müssen. Deswegen fordert der ADAC eine schnellstmögliche Umsetzung der Führerscheinrichtlinie in nationales Recht, dass eben Führerscheine aus den Ländern, in denen die Fahrerlaubnis versagt worden ist, nicht einfach in Führerscheintourismus nachgemacht werden können. Doch solange der Gesetzgeber zögert, floriert das Führerscheingeschäft von Rolf Herbrechtsmeier weiter. Und Kunden wie Umut Ünal bekommen einen gültigen EU-Führerschein.